Das Zukunftskonzept der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Türen öffnen. Dafür steht Working Brains, Networking Minds, Living Knowledge. Die LMU schärft damit ihr Profil als forschungsstarke Universitas. Die Exzellenzuniversität der ersten Stunde optimiert die Forschungsbedingungen, damit sich wissenschaftliches Know-how und Kreativität entfalten können. Wir sind natürlich als Universität grundsätzlich dem Gedanken verbunden, dass wir eine weltoffene, eine kritische Universität sind, in der Fantasie, Kreativität und wissenschaftliche Exzellenz gefördert werden sollen. Ein wichtiger Grundstein dafür ist eine hervorragende Ausbildung und Unterstützung des wissenschaftlichen Nachwuchses in allen Phasen, von der Promotion bis zur Professur. Dafür steht das LMU Academic Career Program. Zur Unterstützung von Doktoranden hat die LMU das Graduate Center eingerichtet. Die zentrale Serviceeinrichtung zum Thema Promotion bietet ein breites Spektrum an Fortbildungskursen für Doktoranden an und berät Hochschullehrer bei der Entwicklung von Promotionsprogrammen. Die Tür zu wissenschaftlicher Spitzenleistung öffnet sich auch durch gut funktionierende Teamarbeit. Die LMU bietet mit dem Center for Leadership and People Management als einzige Universität in Deutschland Coachings und Seminare speziell für Wissenschaftler an. Das Projekt wird von Professor Frey und seinem Team wissenschaftlich begleitet, evaluiert und weiterentwickelt. Unsere ersten Ergebnisse zeigen eindeutig, dass enge Zusammenhänge bestehen zwischen der Art von Führung, also ob ethikorientiert geführt wird, und dem tatsächlichen wissenschaftlichen Output, operationalisiert über Veröffentlichungen und Drittmitteleinwerbungen. Professoren sind meistens hervorragende wissenschaftliche Fachleute. Aber wissenschaftliche Erkenntnisse werden überwiegend erzeugt in Teams mit Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen, oft aus unterschiedlichen Kulturen, oft auch ganz schwierige Persönlichkeitstypen. Und wir bilden nun unsere LMU-Dozenten aus in Menschenführung, in Motivation, in Leadership. Und das ist einzigartig auf der ganzen Welt. Ebenso ist Gleichstellung ein wichtiges Thema für die LMU. In einem Mentoring-Programm werden junge Wissenschaftlerinnen bei ihrer Karriereplanung ganz individuell von erfahrenen Professorinnen unterstützt und bekommen wertvolle Tipps. Der Familienservice unterstützt Mitarbeiter der LMU bei der Suche nach Betreuungslösungen für ihre Kinder. Ein Backup-Service hilft, wenn die übliche Kinderbetreuung unerwartet ausfällt. Das Center for Advanced Studies eröffnet Perspektiven und ermöglicht Einblicke über Disziplinen und Ländergrenzen hinweg. Es ist ein Forum für den wissenschaftlichen Austausch, für renommierte Wissenschaftler, aber auch für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Ich arbeite am Seminar für Geistesgeschichte und Philosophie der Renaissance, wo ich auch ab dem Sommersemester Veranstaltungen anbieten werde. Und ich finde das auch eine sehr schöne Gelegenheit, um nicht nur mit den Kollegen am Seminar, sondern auch mit den Studenten über die Themen meiner Forschung ins Gespräch zu kommen. Die Italienerin Cecilia Muratori ist bereits promoviert und hat sich erfolgreich um ein LMU Research Fellowship beworben. Damit holt die LMU herausragende Nachwuchswissenschaftler aus aller Welt nach München. Eingebunden werden die Fellows durch Support-Professoren. Cecilia Muratori wird betreut vom Renaissance-Spezialisten Professor Ricklin. Also ich beschäftige mich vor allem mit dem Problem der Unterscheidung zwischen der menschlichen Seele und der Seele der Tiere. Also mit der Debatte, haben Tiere eine Seele? Und wenn schon, welche ist dann die Natur dieser Seele? Ist diese Seele wesentlich unterschiedlich von der Seele der Menschen? Und ich rekonstruiere diese Debatte eben in der Philosophie der Renaissance, also vor allem ja, 14., 15., 16. Jahrhundert. Um weltweit anerkannte Spitzenforscher an die LMU zu holen, können durch die Exzellenzinitiative neue Wege beschritten werden. Exzellente Wissenschaftler werden proaktiv berufen. Nach 20 Jahren in den USA konnte die Molekularbiologin Ulrike Gaul nach München berufen werden. Nicht zuletzt dank einer mit 5 Millionen Euro dotierten Humboldt-Professur, verliehen durch die gleichnamige Stiftung. Es war natürlich eine große Entscheidung in jeder Hinsicht, nach so vielen Jahren in Amerika nochmal hierher zu kommen. Der Hauptbeweggrund war wirklich, sehr spannende Wissenschaft hier machen zu können. Ich hatte mich gefreut über verschiedene Veränderungen sozusagen in der deutschen Wissenschaftslandschaft, die Liberalisierung, auch die Internationalisierung, die angestrebt wird. All diese Dinge waren positive Beweggründe für mich, wieder hierher zurückzukommen.
Nachdem sie bereits bedeutende Erkenntnisse zur Genregulierung gewonnen hat, will die Systembiologin in München strukturbiologische Ansätze mit in ihre Forschung einbeziehen, die hier sehr gut vertreten sind. So kann sie ihre Arbeit vertiefen und ihre Erfahrungen weitergeben. Vorwärtskommen durch Freiräume. Herausragenden Wissenschaftlern bietet die LMU Forschungsprofessuren an. Bis zu 5 Jahre lang können Professoren ihre Lehrtätigkeit deutlich reduzieren und sich intensiv ihrer Forschung widmen. Einer ist Professor Schmidt. Den Wirtschaftswissenschaftler beschäftigen aktuell Fragen nach Motivation, Fairness und Entscheidungsverhalten. Das ist eine gemeinsame Initiative mit den Psychologen, Betriebswirten und Kommunikationswissenschaftlern. Und hier können wir interdisziplinär Experimente zum ökonomischen Entscheidungsverhalten durchführen. In sehr vielen Situationen ist es ja so, dass die Motivation eines Arbeitnehmers beispielsweise nicht allein davon abhängig ist, welche monetären Anreize er bekommt, sondern auch sehr stark davon abhängig ist, wie er sich behandelt fühlt, beispielsweise im Vergleich zu seinen Kollegen oder auch im Vergleich zu dem Unternehmen, das ihn beschäftigt. Und wir versuchen, der Frage auf den Grund zu gehen, wie solche Fairness-Vorstellungen das Verhalten beeinflussen und wie das bei dem Design von Anreizmechanismen, aber auch von Organisationsstrukturen berücksichtigt werden sollte. Türen und neue Wege öffnen. Als eine der großen und traditionsreichen Universitäten Deutschlands sieht sich die LMU einer besonderen gesellschaftlichen Aufgabe verpflichtet. Wir sehen uns als Universitas mit einem sehr breiten Fächerspektrum, das attraktiv ist für Studierende, aber auch genauso für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und wollen eben ganz bewusst uns der Gesellschaft gegenüber als Institution präsentieren, die die großen Zukunftsfragen, die die Menschheit beschäftigen, wie Gesundheit, Alter, Armut, dann erfolgreich wissenschaftlich diskutieren kann. Wissenschaftliche Exzellenz, Interdisziplinarität, internationale Vernetzung, Nachwuchsförderung und Sicherung der Forschungsqualität. Damit will die LMU ihre Position als innovative Universität auch in Zukunft behaupten.